Hallo zusammen, Michi ist wieder heute, Chiller Antoshida für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir während des Ereignisses des Scherbenwald-Pokals erspielen können. Dieser geht aktuell vom 18. Januar bis zum 31. Januar. Das Event ist wiederkehrend, heißt in etwa eineinhalb Jahren kommt es dann wieder, falls ihr das in dem Zeitraum verpasst haben solltet. Und das Achievement, was wir uns angucken wollen, finden wir unter Erweiterungsfeatures Drachenreiten. Und hier haben wir den Erfolg Scherbenwelt fortgeschritten. Und da gibt es dann eine Bronze-, Silber- und Gold-Variante. Und wir schauen natürlich, dass wir alle Rennen im Gold fliegen. Zusätzlich gibt es nochmal auch das normale Rennen und das Umgekehrte. Zum Umgekehrten werde ich ebenfalls ein Video machen. Das Normale lassen wir mal aus, weil wenn ihr die Fortgeschrittenen hier schafft, dann schafft ihr die Normalen auch. Das ist ja auch einfach nur eine leichtere Form von den Fortgeschrittenen. Gut, dann gucken wir uns das erste Rennen an. Wir sind hier in den Wäldern von Terrokar und da sind wir in der Nähe von Shadrath auf den Koordinaten 71, 70. Und ja, da können wir mit dem Bronzezeit wieder quatschen und wählen natürlich das fortgeschrittene Rennen aus. Gut, dann schauen wir mal, wie wir performen. Gleich mal der erste Versuch jetzt hier. Also bei den normalen Rennen bzw. fortgeschrittenen Rennen hier können wir eigentlich die ganze Zeit den Vorwärtsspeed durchballern. Ich glaube, Delfinflug brauchen wir jetzt hier nicht unbedingt. Wir probieren es jetzt mal und sollte das nicht ausgehen, dann werden wir ein bisschen rein Delfinen. Aber ich schätze mal, das werden wir so schaffen. Delfinflug ist halt hauptsächlich dafür gut, für diese Rennen, wo man gar keine Elan-Regeneration quasi extern bekommt, ne? Also diese Orbs nicht hat, beziehungsweise auch in auch diese Geschwindigkeitswinde nicht bekommt. Aber bei allem, wo man jetzt externe Orbs kriegt, dann kann man eigentlich die ganze Zeit mit dem Vorwärtsspeed durchspeeden. Hier können wir vielleicht trotzdem mal nach oben. Wird auf jeden Fall Sinn machen und hier können wir es theoretisch auch. Und jetzt würde ich sagen, haben wir wieder den Vorwärtsspeed einmal komplett durch. Die Strecke ist relativ lang. Ich bin sie eben schon im Normal-Modus geflogen und hat mich tatsächlich überrascht. Ich dachte, ne, dass ich an dem Punkt schon fertig bin, aber nein, hier fliegen wir dann quasi nochmal eine kleine Kurve und dann sind wir hier im Ziel. Und wie ihr seht, sind wir etwa eineinhalb Sekunden unter der Goldzeit. Dementsprechend schon mal das erste Rennen First Try abgeschlossen. Dann sind wir im nächsten Spot. Und zwar jetzt hier unten im Auchindon auf den Koordinaten 42, 68 in den Wäldern von Terrokar. Und hier starten wir auch wieder durch mit der fortgeschrittenen Strecke. So, dann gucken wir gleich mal den ersten Try hoffentlich wieder. Hier können wir erstmal ein bisschen nach unten speeden. Das Ding mitnehmen und dann nach oben. Und wieder den Vorwärtsspeed. Hier gleich nochmal. Scharf um die Kurve hier gleich rum. Dann nochmal eine scharfe Kurve. Einmal nach unten. Dann können wir hier nach oben. Wieder Vorwärtsspeed. Scharfe Kurve rum. Gleiten wir wieder ein bisschen nach unten. Hier können wir wieder quasi nach oben flattern. Nach vorne weg. Scharfe Kurve rum. Ich finde es ein bisschen schade, dass man diese extra Elan-Punkte, ne, dass man denen die Fähigkeit nicht drücken kann. Aber ich denke mal, wir werden es auch so schaffen. Hier können wir wieder nach oben. Dann scharfe Kurve rechts rum. Nach unten und dann sind wir schon durch. Also es ist eine relativ kurze Strecke tatsächlich. Schauen wir mal, ob es gereicht hat. Ja, da kommen wir ziemlich gut unten drunter unterm Timer, also die scheint relativ einfach zu sein. Dann sind wir am nächsten Spot, ebenfalls in den Wäldern von Terrokar, auf den Koordinaten 67, 65. Und dort legen wir jetzt auch wieder mit der fortgeschrittenen Strecke los. So, Gudala, Try Nummer 2. Also, jetzt machen wir den Speed nach vorne, nach unten. Dann nochmal. Hier scharfen die Kurve rum. Jetzt ballern wir das Elan mal ordentlich raus. Ich habe eben in dem Run ein bisschen zu viel über gehabt. Dementsprechend können wir das hier eigentlich relativ großzügig am Anfang raushauen. Hier können wir vielleicht mal ein bisschen Delfinflug reinhauen. Vorne speeden. Nochmal scharf um die Kurve rum. Ja, auch nochmal rein. Das nehmen wir noch mit. Hier können wir auch noch mal vorne. Jetzt geht es dann gleich steil nach unten. Dann können wir ein bisschen Elan aufbauen. Noch mal ein bisschen was raushauen. Wir haben ja genug. Naja,
Also hier können wir einfach die ganze Zeit durchprügeln. Bis zu dem nächsten Ring. Und dann tun wir den Hochflug einsetzen. Und hier nochmal und nochmal. Und noch ein letztes Mal. Und damit haben wir auch die Goldzeit eingetütet. Ich weiß gar nicht, warum ich vorher so langsam war. Okay, da waren wir jetzt sogar 4 Sekunden drunter. Der nächste Spot ist dann einmal im Schattenmundtal. Und zwar sind wir auf den Koordinaten 51, 40. Und dort spielen wir jetzt auch wieder die fortgeschrittene Route. So, da la Try Nummer 2. Als allererstes geht es hier ein bisschen nach unten. Da können wir den Vorwärtsspeed reinhauen. Diese roten Feuerkugeln wollen wir lieber mal meiden. Die slowen euch nämlich extrem runter, wenn euch die erwischen. Das hat mich auch eben gerade den ersten Try gekostet. Hier können wir zweimal nach oben fliegen. Dann ein bisschen den Vorwärtsspeed aktivieren. Und nochmal. Und nochmal. Mal. Wenn ihr von so einer Feuerkugel erwischt werdet, ne, und ein bisschen Elan über habt und quasi ihr sofort den Speed drückt, dann ist es nicht ganz so wild. Optimal ist es natürlich nicht, weil ihr verliert euren kompletten Speed dadurch. Also, ja, da muss man mal ein bisschen gucken. Wenn ihr vielleicht eine erwischt, wird es wahrscheinlich vom Timer noch gehen. Ich habe vorher richtig hart verkackt und zweimal eine Feuerorb mitgenommen, dann hat es nicht gereicht. Aber jetzt gucken wir mal. Bis jetzt bin ich jetzt nur ein bisschen an der Wand lang geschrammt, heißt, wir haben da ein bisschen Speed eingebüßt, aber ich denke mal, das müsste jetzt noch nicht so schlimm sein. Nochmal nach vorne, nochmal, und dann können wir hier nochmal nach oben fliegen und dann sollte es eigentlich reichen. Und ja, da ist die Goldzeit. Ja, ein bisschen, fast 2 Sekunden drunter, das ist schon mal nicht schlecht. Dann sind wir im nächsten Spot, ebenfalls wieder im Schattenmundtal, und zwar diesmal auf den Koordinaten 61, 48. Und dort machen wir jetzt wieder das fortgeschrittene Rennen. So, jetzt schauen wir mal. Erster Try. Hier gibt es eine relativ tricky Stelle, wo man durch eine Engstelle muss. Jetzt mal gucken, ob ich es bis dahin gleich schaffe. Hier machen wir ein bisschen Vorwärtsspeed. Hier können wir dann nach oben speeden. Und eventuell gleich nochmal. Das ist so ein bisschen Delfin-mäßig. Dann haben wir wieder ein bisschen Vorwärtsspeed rein. Nochmal. Hier können wir wieder ein bisschen rein delfinen. Vorwärtsspeed. So, jetzt haben wir den ganzen Elan rausgehauen. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Machen noch ein bisschen mehr Vorwärtsspeed. Nach oben fliegen. So, jetzt kommt gleich die Stelle, wo wir durch die enge Tür müssen. Okay, das hat schon mal gut geklappt. Können wir noch ein bisschen vorwärts speeden. Da habe ich jetzt extra ein bisschen langsam getan, ne, dass ich dann nicht zu schnell durchrausche. Dann hat man immer noch ein bisschen mehr Möglichkeit zu reagieren. Das war jetzt nochmal ein Hochflug und einmal rein. Und das sollte gereicht haben, oder? Ja, über 3 Sekunden unter dem Timer. Wunderbar. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar jetzt in Nagrand auf den Koordinaten 58, 75. Und dort wollen wir jetzt erstmal das fortgeschrittene Rennen fliegen. So, Try Nummer 1. Gucken wir mal, hier geht es erstmal ein bisschen nach unten. Können wir ein bisschen Vorwärtsspeed reinhauen. Dann da können wir nach oben fliegen. Hier wieder Vorwärtsspeed und nochmal. Da den Hochflug und nochmal. Und dann wieder nach unten. Da wären wir jetzt fast an der Plattform entlang geschrammt. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, da können wir hier zwischendurch fliegen. Da kann man ganz gern mal hängen bleiben, ne? Also da muss man Millimeterarbeit betreiben. Hier auch nochmal vorsichtig sein. Wir können wieder ein bisschen nach vorne speeden. Hier unten durch. So, hier können wir jetzt nach oben. Da nochmal durch den Baum durch. Und dann sind wir schon durch und müssten auch die Goldzeit haben. Ja, ein bisschen über eine Sekunde drunter. Passt doch. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar hier oben auf den Koordinaten 29, 25. Ebenfalls natürlich wieder in Nagrand. Und dann machen wir jetzt mal das fortgeschrittene Rennen hier. Gut, dann schauen wir mal, ob wir das gleich First Try machen. Ich bin das Normale jetzt schon geflogen und da war eigentlich nichts Schwieriges dabei. Jetzt fliegen wir hier mal nach oben. Ein bisschen Vorwärtsspeed. Also hier kann man zumindest nirgends krass hängen bleiben. Ne, wie in den manch anderen Rennen. Alles relativ großräumig hier.
Wobei, wahrscheinlich schaffe ich es jetzt, mache große Sprüche und bleibt dann trotzdem irgendwo hängen. Gut, da unten muss man durch, ne? Aber das geht echt. Hier sollte man vielleicht auch nicht hängen bleiben, aber die Bäume sind jetzt auch nicht so dicht. Sollen wir hier ein bisschen nach oben fliegen? Hier auch. Nach vorne. Können wir hier nach oben. Nach vorne. Oh, ich habe keine LAN mehr. Das ist natürlich schlecht. Sagen wir mal, dass wir nicht zu langsam werden. Ah, okay. Vielleicht hätte ich am Anfang ein bisschen sparen müssen. Da können wir jetzt eventuell nochmal nach oben. Warum? Irgendwie doch länger, als ich dachte, die Strecke. So, hier nochmal nach oben. Und dann müsste jetzt hier doch gleich das Ziel sein, oder? Ja, da hinten. Und, was sagt er? Ja, da war mal ein gutes Stück drunter, kein Problem. Zwischendrin war ich ein bisschen slow, muss ich sagen. Aber das hat gepasst. Als nächstes sind wir in den Zanga-Marschen. Und zwar hier auf den Koordinaten 36, 37. Und dort fliegen wir jetzt auch wieder eine fortgeschrittene Strecke. So, Try Nummer 2. Also wir können einmal hier nach unten speeden. Und müssen da unten gleich mal aufpassen, dass wir nicht an diesen Pilzen hängen bleiben. Das Schwerste ist eigentlich hier direkt am Anfang. Hier die Stelle. Mehr ist es eigentlich dann auch nicht. Und jetzt können wir eigentlich gut Elan rauspulvern. Ich sag mal so, den Try davor habe ich um 0,5 Sekunden nicht geschafft. Weil ich zu, ja, halt die 0,5 Sekunden zu langsam war. Hatte aber irgendwie 5 Elan am Ende über. Also da habe ich irgendwie nicht ganz aufgepasst. Das machen wir diesmal ein bisschen besser. Heißt, wir können hier in den Längen quasi einiges an Elan rauspulvern. Wir kriegen hier mehr als genug, ne? Also müssen jetzt hier nicht auf Sparflamme fliegen. Hier können wir einmal nach oben fliegen, aktivieren. Diese lila Kugeln oder blasslila Kugeln, die solltet ihr nicht berühren. Da werdet ihr nämlich kurz zäht und flattert nach unten. Also das macht keinen Sinn. Heißt, da am besten gucken, dass ihr nicht rankommt. Hier ans Wasser am besten auch nicht, ne? Da werdet ihr auch gut weggeslowt, wenn ihr da andotzt. Deswegen schauen wir jetzt da, dass wir großzügig rumfliegen. Und jetzt halt ordentlich Elan raushauen, ne? Nicht so wie ich, der dann am Ende einen Haufen Elan vorher über hatte. Und dann reicht's auch mit der Geschwindigkeit. Jetzt sind wir sogar fast 4 Sekunden runter. Okay, gut. Das war eigentlich eine easy Nummer. Und dann schauen wir zum nächsten weiter. So, dann sind wir im nächsten Gebiet unterwegs. Und zwar in der Höllenfeuerhalbinsel. Hier oben auf den Koordinaten 59, 4. Und dort haben wir jetzt das nächste Rennen. Das spielen wir einmal im fortgeschrittenen Modus wieder. Und dann schauen wir mal rein. Try Nummer 3. Jetzt gucken wir mal, dass wir diesmal nirgends hängen bleiben. Also wir versuchen ein bisschen tiefer zu fliegen. Nicht ganz so tief, dass wir im Boden hängen bleiben. Aber auch nicht so hoch, dass wir die Stacheln hier mitnehmen. Und das ist tatsächlich ein bisschen tricky. Ich hau hier am Anfang auch nicht ganz so viel Speed raus. Weil man schlichtweg das Problem hat, wenn man da zu schnell durchspeedet, ist man sofort, wenn dann im Boden oder man erwischt so eine kleine Stachel und dann ist man schon wieder runtergeslowt und das war es dann mit dem kompletten Rennen. So, durch den ersten Part sind wir jetzt ganz gut durchgekommen. Jetzt schauen wir mal, dass wir das hier ein bisschen aufrechterhalten. Kacke. Naja, sagte er und fliegt in eine Stachel rein. Komm, aber das war jetzt nicht so viel Speedloss. Ich denke mal, das könnte vielleicht noch passen, wenn wir es jetzt noch gut fliegen. Da unten durch, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Hier nochmal vorwärts speeden und hier vielleicht noch und, oh ja, das hat den Goldmodus gebracht. 1,5 Sekunden drunter. Also, selbst wenn ihr wo kurz hängen bleibt, geht's noch, aber zu viel solltet ihr nicht verkacken. Juti, dann geht's weiter. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar ebenfalls in der Höllenhalbinsel auf den Koordinaten 75, 44. Und da können wir jetzt auch wieder erstmal das fortgeschrittene Rennen fliegen. Gut, Try Nummer 1. Jetzt schauen wir gleich mal rein. Also wir starten mit dem Vorwärtsflug nach unten durch. Spammen ihn gleich nochmal. Nochmal. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Diese Orbs, die nach oben fliegen, ne? Da solltet ihr natürlich nicht reinfliegen. Da werdet ihr dann so ein bisschen desorientiert kurz. Verliert euren kompletten Vorwärtsspeed und das, ja, sollte euch nicht passieren. Wenn die nah am Boden spawnen, kann es halt sein, dass die in euch spawnen, das ist ein bisschen fies, ist aber glaube ich hier in der Strecke kaum der Fall. Also hier ist man ja nicht so direkt am Boden unterwegs oder zumindest nicht viel, dürfte eigentlich nicht passieren. Gibt andere Strecken, wo es wesentlich fieser ist. Wir können hier eigentlich die ganze Zeit mit dem Vorwärtsspeed durchbredeln. Hinten vielleicht nochmal den ein oder anderes Hochflugmanöver, aber aktuell, nö, passt. Einfach Vorwärtsspeed, schauen, dass man nirgends hängen bleibt und natürlich
gucken, dass wir nicht in die Feuerkugel einfliegen. Also hier können wir einmal hochfliegen. Davor auch schon. Jetzt geht es wieder ein bisschen nach unten. Einfach durchbredeln. Ich habe jetzt keinen Elan mehr. Jetzt hätten wir vielleicht ein bisschen sparen sollen. Da müssen wir nämlich auf jeden Fall nach oben. Und dann sind wir auch schon durch. Und wie sieht es mit der Zeit aus? Ja, 3 Sekunden drunter. Passt. So, dann sind wir im Schergrad und zwar auf den Koordinaten 61, 27 und hier fliegen wir dann das nächste Rennen und zwar wieder fortgeschritten. Try Nummer 7. Jetzt gucken wir mal, also einmal nach unten und nochmal nach unten speeden. Also die Strecke scheint schon ein bisschen tricky zu sein. Am Anfang hat man immer ein bisschen zu wenig Orbs und hat dann keine Geschwindigkeit. Versuche ich hier noch ein bisschen was rauszuholen. Man muss ja am besten auch immer gucken, dass man diesen Bodenkratzer noch aktiviert. Heißt, wenn man am Boden entlang schrammt, dass man da dann noch ein bisschen extra Elan mitnimmt. Hier versuche ich jetzt mal noch so ein bisschen einen Delfinflug zu machen. Dann speeden wir wieder gerade durch. Hier auch. Können wir da nach oben flattern. Ein bisschen nach gerade. Jetzt haben wir einiges an Elan über. Heißt, wir können jetzt ein bisschen speeden. Oh, da wäre ich fast hängen geblieben. Sieht jetzt gar nicht schlecht aus. Und noch ein paar Sekunden rausfliegen. Hier einmal nach oben fliegen. Jetzt hier noch ordentlich rein speeden. Und da ist endlich die Goldzeit. Ja, das war jetzt eine bisschen längere Geburt, aber wir haben es geschafft. Gut, dann gucken wir weiter. Dann sind wir jetzt im Nethersturm und zwar auf den Koordinaten 51, 41. Und hier fliegen wir jetzt das nächste Rennen und schon wieder das Fortgeschrittene. Juti, dann legen wir los. Erster Try. Einmal nach vorne und nochmal. Nochmal nach vorne. Also ich glaube, hier ist jetzt nichts Gefährliches am Anfang, ne? Eigentlich relativ großräumig. Muss hier immer in diese kleinen Zwischenräume rein. Aber sonst habe ich jetzt bei dem Rennen nichts Schweres gesehen. Ich habe es jetzt vorher gerade im Normal geflogen. Keine jetzt großen Höhen. Vielleicht muss man das ein oder andere Mal einen harten Mal noch hochfliegen. Aber sonst ist jetzt immer hier quasi das Vorwärtsfliegen. Und ganz ehrlich, diese Öffnung ist auch relativ geräumig, ne? Oh shit, da haben wir jetzt ein bisschen verflogen. Ja, das wird mich eine halbe Sekunde vielleicht gekostet haben. Denkt man nicht weiter wild. Relativ viele Elan kriegt man hier leider nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob bei diesen fliegenden Brocken, ob man da hängen bleibt. Manchmal kann man ja durch sowas durchfliegen. Ich sag mal so, ich will es jetzt nicht rausfinden. Also wir fliegen jetzt lieber mal nicht rein. Und dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Die Strecke ist aber gefühlt relativ lang, ne? Man fliegt hier x-mal durch solche Konstrukte durch, durch diese Biosphären, wie sie, glaube ich, heißen. Okay, da müssen wir jetzt dann nach oben und ich würde sagen nochmal. Dann eine scharfe Kurve und wieder nach unten. Bei aktuell geht es mit Milan, ne? Man kriegt dann doch noch halbwegs gut was. Durch die gleiche Öffnung bin ich da vorhin schon geflogen. Oh, hier ein bisschen eine schärfere Kurve. So, und dann Mist. Oh, Mist, das Ding habe ich nicht gesehen. Ah, diese Kuppel schimmert so hell, ne? Jetzt ist ein bisschen verflogen. Mal gucken. Also ich hoffe, der Timer ist jetzt halbwegs forgiving. Sonst haben wir ein Problem. Zweimal ein kleines Schnitzer drin gehabt. Also, ja, das hat trotzdem noch gepasst. Knappe Sekunde waren wir drunten, obwohl wir ein bisschen verkackt haben. So, dann sind wir am letzten Spot. Und zwar hier auf den Koordinaten 68, 47. Und dort fliegen wir jetzt wieder einmal das fortgeschrittene Rennen. So, erster Try. Dann gucken wir mal. Also, es geht nach unten. Dann machen wir ein bisschen Vorwärtsspeed an. Einmal nach oben fliegen. Vorwärtsspeed. Nochmal. Unten. Und mal gucken, ob ich ein bisschen sparen muss. Aber einmal Elan habe ich noch über. Ich denke mal, wir können ein bisschen noch durchbredeln hier, dass wir nicht allzu langsam werden. Komm, speeden wir rein. Nochmal. Und nochmal. Oh wei, hier sind keine Orbs mehr. Na gut. Da ist noch eine.
Müssen wir nach oben. Nochmal nach oben. Vorwärts Speed durchballern. Ja, jetzt geht uns langsam der LAN aus. Hier können wir wieder ein bisschen nach oben. Nochmal. Vorwärtsspeed. Und es geht wieder nach unten. Ein bisschen Vorwärtsspeed rein. Nochmal. Zumindest ist hier die Gefahr, dass man irgendwo hängen bleibt, relativ gering, ne? Also es ist alles ziemlich großräumig. So, nochmal einmal. Letztes Mal Speed. Und reicht das? Ja. Das ist über eine Sekunde drunter. Wunderbar, haben wir das auch. Und ja, damit sind wir mit dem Achievement fertig. Haben dann einmal fortgeschritten in Bronze, Silber und Gold hier im Scherbenweltcup. Und ja, dann fliege ich jetzt noch die umgekehrten Rennen. Wenn ihr die sehen wollt, könnt ihr im nächsten Video reinschalten. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.